Seit vielen, vielen Jahren schon ist es in Speyer Tradition, dass das, was in der Stadt passiert, wird von ihm zur Orgel kursiert. Wer kommt und wer geht, der ist dann stets dran. Im Vortrag von unserem Leierkastenmann, der ist heute verhindert und sitzt leider gerade zu Haus. Drum steht für den armen Bitter ein Ersatzmann jetzt raus. Einmarsch für den Leierkastenmann. Ich dreh halt oben die Leier und sing halt Gipfels vor, was in und rum und Speyer passiert ist im letzten Jahr. In Menschen und Geschichte, die sammelt sich allerhand an. Wo ist nun zu berichten? Und wer da ist, der ist wahr. Gibt Menschen und Geschichten, da sammelt sich allerhand an. Wo ist nur zu berichten, und wer da ist, der ist wahr. Doch bis vor ein paar Tagen hab ich mich auf Runde gefreut. Doch alles der Arme mich anrief, da hab ich uns das schon gewollt. Statt hier mit euch zu feiern, geh ich jetzt hier auf der Bühne. Ich soll als gut und erhalte, ich ruf, ich krieg es hin. Statt hier mit euch zu feiern, geh ich jetzt hier auf der Bühne. Ich soll als gut und erhalte, ich hoff, ich krieg es hin. Der Nachtumzug ist Geschichte, die Kaiserfarbe tabu. Die Sicherheit auf der Straße, bloß solche Fichte nicht zu. Doch Leben ohne Freude, das ist wohl ganz gewiss. Für einen ist der Kälter nicht wirklich lebendig. Doch Leben ohne Freude, das ist wohl ganz. Für einen ist den Kälter nicht wirklich lebenswertig. Die SPD ist schon lange, jetzt auch die CDU. Die trauen in ihren Ländern der Spitze positiv nur zu. So bleibt für Männer im Frühjahr, so alles ist schon klar. Vermutlich nicht von sicher, noch nicht oder früher. So bleibt für Männer im Frühjahr, so alles ist schon klar. Die Frauen tut uns verdrängen und streben an die Macht. Sie sitzen auf sämtlichen Pusten und wir werden ausgelacht. Drum fordere ich in der Zukunft und fände es an nur gerecht. Schritt an für die nächsten Wahlen.
hängen lange fest. So trotte ich in der Sitzung und fände ich nur gerecht, schrie man für die nächste Wahl. Doch wohl viele Frauen, doch ich hab zwangslos gestreit. Drum wurde die Fraktion um der Straße im Stadtrat geschickt, doch war entzweit. In einer Fraktion gegründet, dabei gibt's schon viel zu viel. Doch scheinbar will die Gifa ihr eignen, das ist doch endlich das Ziel. Eine Fraktion wird gegründet, dabei gibt's schon viel zu viel. Doch scheinbar will die Frau ihr eigener, das ist doch endlich das Ziel. Der Stadtrat hat beschlossen, Fontänen am nächsten her, gleich in die Jägergymnasien, das freut mich richtig so sehr. Die können doch gleich zur Schule, denn die sind ja alle so schlau. Zumindest lass ich mich schreien an, die grüne Stadtvorstandsfrau. Die könnten doch gleich zur Schule, denn die sind ja allzu schlau. Zumindest gab es im Schweinland die grüne Stadtvorstandsfrau. Ja, apropos die Grüne, Herr Ziesling wird sich beschwert. Die Stadt wird wieder die Roten vom Armbandgewehr. Doch ganz auf Kesselende Brücke, das Grünzeug war nur gesprüht. Doch sollt man jetzt die Lichter mähen, dies wäre für die Zukunft von Sie. Doch ganz auf Kesselende Brücke, der Grünzeug war nur gesprüht. Doch soll man jetzt die Mütter mähen, das wird für die Zukunft manchen. Ja, Nina, die Neidprinzessin kommt aus dem närrischen Haus. Doch nicht aus dem Haus, die Mädchen, die tragen inzwischen nur aus. Nicht aus dem Haus, da kommen so tolle Kids. Doch wird es doch wohl Sache, dass jeder den Tag machen will. Ne, aus dem Hause Ulzes, da kommt unsere tolle Kids. Doch wird es doch am wohl Sache, dass jeder den Tag machen will. Morsche Uhren, ich kann nie rennen, den Regen an. Dort spielen die Firma Wunder, vom Wechsel durch die Liebe kann. Begehrt den Wolf vom Markus und seiner Pilzer Höhe. Selbstverständlich nicht. Bewirtet wird vom Markus und seiner Pelzerhöhe. Doch macht ein endliches Beirat, doch selbstverständlich nicht. Ich hab jetzt neue Liedchen gesungen und gleich bin ich wieder raus. Ob ich am falsch geklungen,
auf und sich für Bundes wieder berichte, was geschah. Red neue frische Lieder und der Frau ist der Herr, ich traue. Und ich sage, Bundes wieder berichte, was einst geschah. Ihr schöne Figur oder ihr hübsches Gesicht.
Ja, und was für Standort? Ei, Moor natürlich. Oh, das verstehe ich aber, dass es sauer war. Mir ist was Ähnliches passiert. Meine Frau hat letztens behauptet, ich hätte am Stammtisch erzählt, sie kennt nicht kochen. Ach, hat das gestimmt. Hast du das gesagt? Nee, nicht ganz. Ich habe lediglich gesagt, dass wir vermutlich den einzigsten Hund haben, der am Tisch nicht bettelt. Das kenne ich, das kenne ich. Wenn auch mal das Essen von meiner Frau nicht schmeckt und da wollte ich dem Teller unterm Huhn zuschieben, da hat sich meine Frau beschwert. Schatz, du wärst doch wohl nicht dem, dein Essen dem Hund gerne wollen. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich will nur tauschen. Meine Frau hat auch wohl zu mir gesagt, stocher doch nicht so in deinem Essen rum. Andere wären froh, sie hätten da nur die Hälfte vor. Da habe ich so für mich gedacht, ich auch. Eigentlich habe ich schon aufgehört zu rauchen, aber auf ein gutes Essen rate ich immer noch gerne Zigarette. So wie deine Frau kocht, brauchst du gar keine Gedanken machen. Die Aids von Pippi im Jahr sind gar nicht so schlimm. Aber warum will ich aufhören zu rauchen? Geht's dir nicht gut? Doch, schon, aber ich habe immer öfter gar keine Lust, schaffen zu gehen. Deswegen war ich letztens beim Doktor und habe ihm gesagt, ich brauche für meinen Chef eine Bestätigung, dass ich krank bin. Und was hat er gesagt? Er hat mich gefragt, was mir fehlt. Ja, und dann? Hab ich gemeint, ah, die Bestätigung. Der Doktor hat danach gemeint, ich soll wohl 2 Wochen das Bier und den Schnaps weglassen und meine Beschwerde beobachten. Wenn es dann besser wird, wüsste man, dass es am Alkohol liegt. Oh, ist was. Kannst du so lange auf Alkohol verzichten? Ah, das habe ich mir auch schon gedacht und habe deshalb gefragt, ob ich 8 mehr trinken kennt und dann gucke, ob es schlimmer wird. Übrigens, dank meiner Extra kann ich jetzt wieder laufen. Ach, wirklich? Ist die Ärztin? Nee, aber nach unserer Scheidung hat sie das Auto behalten. Mir hat mal mein Arzt letztens empfohlen, ich soll doch jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Da habe ich gefragt, vor der Arbeit oder nach der Arbeit? Und hat er gesagt, ach, ist mir egal. Und hat er mich auch noch gefragt, was ich für ein Beruf bin. Ja, und was schaffst du? Ich bin Briefträger. Und letzte Woche konnte ich vor lauter Zorn mit 2 Nächte noch nicht schlafen. Ja, das kann mir nicht passieren. Mein Zähler und ich schlafen immer getrennt. Aber gestern war ich mit meiner Frau beim Arzt und der hat festgestellt, dass sie ihre Stoffwechselerkrankung hat. Oh, da war ich sicher geschockt. Nee, nicht wirklich. Die kauft sich doch alle 2 Wochen ein neues Gerät. Ja, vor 2 Wochen hat es mich gefragt, was das für ein Krach war, als ich abends nach dem Stammtisch heimgekommen bin. Und was war da los? Alter, sind die Schuhe umgefallen. Ja, aber das macht doch nicht so viel Krach. Doch, ich stand halt noch drin. Oh, warte. Und letzte Woche bin ich wieder voll heimgekommen. Da habe ich aber gleich einen Sessel ins Schlafzimmer genommen und hingestellt. Hä, warum hast du das dann gemacht? Ich wollte gleich der erste Reise, wenn das Theater losgeht. Und? Hat's Theater gegeben? Natürlich. Die hat mich ganz schön sauer geschissen. Aber am nächsten Tag kam sie auf die Knie an. Und was hat sie doch gesagt? Ewig kannst du dich nicht mit dem Tisch verstecken. Du, ich hab gleich wieder aufgemuckt. Als ich dich geheiratet hab, war ich ein schöner Trottel. Aber sie hat gleich wieder gesprochen. Schön war ich nicht. Du, ich frage, behandel dich aber gerade nicht gut. Na, der letzte wollte mich beim richtigen Sauwetter nauschigen zum Einkaufen. Da habe ich gesagt, sag mal, ich will nicht meinen Hund vor die Tür lassen. Hat sie das auch gesehen? Sie hat nur gemeint, ich habe nicht gesagt, der Hund soll vor die Tür, sondern du. Apropos Hund. Am Anfang hat mich der Hund mit lautem Gebell begrüßt, als ich hergekommen bin. Und meine Frau hat mir die Hausschuhe gebracht. Ja, und jetzt? Ist das nämlich so? Nein, jetzt ist alles gut.
so habe ich geklickt mit meiner Frau. Ich kusche 2-3 Mal die Woche sehr intensiv mit drin. Das mache ich auch, aber nur einmal die Woche. Obwohl du ständig Krach mit deiner Frau hast? Ich habe gedacht, wir reden von deiner Frau. Heidi ist übrigens wieder so ein Kuscheltag, deswegen müssen wir jetzt schnell zu unserer Frau hin. Ajo, besser ist es. Wir hoffen, ihr habt viel gelacht und es hat euch genauso wie uns heute Abend Spaß gemacht. Wenn ja, dann sind wir sicher im nächsten Jahr auch wieder da. Bis dahin grüßen euch der Daniel und der Markus mit Ajo! Beide haben vielen von uns aus dem Herzen gesprochen. Unsere Vorstandsmitglieder Markus Brosch und Daniel Miller. Beide haben heute Premiere hier in der Herrensitzung und haben sie prima gemeistert. Auf die beiden drei Tonnen der Ajo. SKG! Ajo! Markus! Ajo! Saumäßig erfolgreich. Mit meiner Wurmkur.
Also jetzt nicht hier raus, sondern da oben. Ich habe Stimmen gehört. Täglich. Mehrfach. Über den ganzen Vormittag. Immer kurz vor der vollen Stunde ist diese Stimme in mein Ohr neu gekrochen und dann hat sie immer selber gesagt. Das Miesli-Monster. Der Friedstücksflocke-Terrorist. Und da ist wieder losgegangen. Wunsch, Kalle, du sollst dir meine Seite berühren. Seite berühren. Ich komm's dir nicht her, ich hab schon Probleme mit meiner Verbindung. Und jetzt gibt's da noch was Neues. Es gibt noch Bergsteigen-Miesli. Ich habe schon den Namensspruch für Einsteinreich getextet. Wer morgens ins Bergsteigen-Miesli beißt, am Abend in die Schmuchten scheißt. Ich habe eine Protestpartei gegründet. Schluss mit Dicken, das Superfood aus Deutschland. Nix! Bei mir gibt's noch das Superfood aus der Palz und es ist die gute Pizza. Jawohl! Und meine Gegenprotestpartei, sie heißt Anständiges Frühstück Dosenwasch. Abgekürzt AF. Nein, das braucht ihr nicht. Und unser Werbespruch, unser Motto lautet: Gegen Hunger, Fattendurst, hilft die Gute. Leberwascht, du kennst sie schon. Jeder hat etwas davon. Leberwascht hat aufgestoßen, fühlt jeden Raum, sogar den Großen. Wasser und Wein, die können gut beisammen sein. Wasser und Wein, damit bist du nie lang allein. Wasser und Wein, du schenkst es in dein Glas hinein, du hebst es vor, du prost es zu, die anderen machen's noch im Flu. Schön heute hier zu sein mit Wasser. So wege ich mich nicht auf, ne? Das ist super. Warum sollen wir uns aufregen? Wir leben in Deutschland, dem Land von den Dichtern und den Denkern und von den ganz großen Erfindern. Bei uns sind die größten Erfindungen gemacht worden für die Mobilität, oder? Der Benzinmotor, der Dieselmotor und das Fahrrad. Ne? Ah ja. Und was erfinden wir heute in Deutschland? Das dritte Geschlecht. Dabei ist deutsche Sprache schon schwere Sprache genug. Weil wir haben ja so wenig Wetter. Wir sind mit dem Wetter extrem geizig und wir kennen aber so viel Wetter, dass so viele verschiedene Sachen benutzen. Ne? Beim Geld, die Politiker, die können jeden Euro plus M als Geld. Weil das mit dem Wetter so wert hätte, wir so ein Vermögen vor dem Mann. Nein. Was noch mal nicht, haben wir ein Lied gemacht. Ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache genug, wegen der Wetter, weil ne, so viel Bedeutung hat, so wenig Wetter. Überlegung, Haftgrund ist, wenn der Fliese lecker kommt, denkt man erst mal von der Staatsanwalt. Der Stuhlkreis ist im Kindergarten, kommt denkt man erst wie im Andersrum. Der Pool steht heute hinter jedem deutschen Eierhaus. Ne? Früher ist der Pool in jedem deutschen Bauhaus und aus dem Saustallhaus genommen. Und dann kommen wir noch eine hochdeutsche Klugscheißer rein, wenn unsere Pfälzer Kinder Deutsch erklären. Na, du kleiner Pfälzer, womit hat denn deine Mami beruflich zu tun? Mit Schiffe, Bootsbauerin, Klofrau. Und wo arbeitet dein Papi? Am Becken. Bademeister, Frauenarzt. Uns geht's gut in Deutschland. Unsere Regierung ist einmalig, hoffentlich. Überleg dir mal, du wärst in China. Wenn du das Bild vom Staatschef hochheben tust, gewinnst du 30 Jahre Aufenthalt in Nirvana. Wenn bei uns der Olaf Scholz an der Wand hängt, also jetzt ein Foto, meine ich, ne? Da weiß keiner genau, ist das jetzt ein Wahlplakat oder eine Vermisstenanzeige.
so ist es allerlei in Deutschland. Die Roten wollen ihnen etwas schenken, die Grünen denken, sie müssen alles und jeden retten, und die Christen, die kann das Ganze nicht bezahlen. Und die anderen haben mal mit sich selber, ne? Die Schwarzen haben mal gewissen, ne? Schwalbe mit März ist keine Rückflug im Sommer. Die Linke löst sich auf, aber leider nicht in Wohlgefallen, sondern in seiner Wagen nicht. Und die hat ja erklärt, ihr Ziel ist es, beim Wladimir Putin in den Arsch zu kriechen. Ja, das wird aber eng, da hockt schon die ganze AfD drin. Und wir sind gezwungen, Auto zu fahren. Kommt schon mit Zug in die Fahrt. Von der Boy nach, die waren überall Personalmangel. Weißt du, von dem muss ich im Sommer mit dem Flosse auf den Asphalt kleben. Im Winter meine Bahn schaffen geht eben. Kennt man den Klimawandel von manchen? und jetzt streiken die deutschen Lokführer. Parallel mit den Bauern wegen der Arbeitszeiten. Jetzt streiken die Deutschen. Warum streiken die? Es ist doch eine Ehre, ein deutscher Lokführer zu sein. Das sind doch weltweit die begehrtesten Liebhaber. Da ist noch nie noch einer zufrieden gekommen. Ich bin wirklich nicht. Ich bin nicht mehr. Ja? Ich habe mich wohl im Rheinfahrtskreis und da sitzt die Jürgen Kreuzmann. Und wie ich den gesehen habe, ist mir gefallen, ich muss unbedingt noch die Abfahrsäule auf die Gaststelle ausmachen. Ja, das geht nicht nur. Ich rede nicht nur die Luftbahn. Uns geht es ja gut. Uns geht es ja gut heran und bald am allergutesten. Und weißt du warum? Alle fahren elektrische Autos, keiner isst mehr Fleisch und wird bloß nur 4 Tage die Woche. Wer hat es erfunden? Ne? Wer hat es erfunden? Ne? Nein, nicht die Schweizer, ne? Das waren die Schweden. Also nicht alle Schweden, das war so ein kleines, seltsames Mädchen aus Schweden, das wo freitags nicht in die Schule gehen wollte. Wie ich doch ein Kind war, weißt du, ne? ein kleiner Winzer, Witzling! Weißt du, was denn ein kleines, seltsames Mädchen aus Schweden, was die gehabt hat? Weißt du das? Ein Haus, ein Mädchen und ein Pferd. Und die hat einen Papa gehabt. Und wo war der Papa? In Takatuka-Land. Negerkönig. So war das bei uns wie ein Kinderbuch drin stand. Ja, das war. Heute ist das Kinderbuch umgeschrieben. Da hat das arme, kleine, geschlechtslose Wesen keinen Papa mehr. Da hat das arme, kleine, geschlechtslose Wesen keinen Papa mehr. Nein! Es hat einen Elternteil 1! Und wo ist der Elternteil 1? Wo ist er? Ne? Das ist ein Chorweiler. Sozialarbeiter. Hat er die gleiche Kundschaft wie in Takatuka-Land? Na! Und das arme, kleine, geschlechtslose Wesen, das heißt doch nicht mal Bibi! Nein! Das heißt. Wasser und Wein, die können gut beisammen sein. Wasser und Wein, damit bist du nie lang allein. Wasser und Wein, du fühlst es in dein Glas hinein, du hebst es hoch, du brüschst es zu. Die anderen machen's noch im Nu, schön heute hier zu sein mit Wasser und Wein. Ja, da musste ich mich aufregen, ne? Ne? Ne, ne? Also, mal noch was, du, das ist auch so mein Work-Life-Balancer, Influencer, Sentenzer. Da will ich bloß nur 4 Tage schaffen. Im Monat. Das Team, die Ego, das
Basti Diego Doppel-D, ne? Da haut's aber doch. Also haben Sie den ganzen Tag mit der Schiffstunde und der Cola-Flasche in einem Computer, abends haben Sie eine Playstation. Der Dustin Diego kommt schon zu uns ins Haushalt, der hat dann gekommen. Vorspruch, ne? Nein, jetzt. Der war in der Schule, kommt von der Schule, nicht wie ein Schlosshund. Sag ich, wenn, was ist passiert? Der Lehrer hat einen Sechser gemacht, obwohl er die richtige Antwort. Der Lehrer hat gefragt, Dustin Diego, was weißt du von den beiden Polen? Und er gesagt, Herr Lehrer, die sind bei uns gekommen, der Hausgang hat jetzt hier noch 20 Jahre. Ja, ich hab gesagt, wenn ich mach dein Haus, habt ihr wenigstens schon den Dreisatz gelernt. Da hat er gesagt, ich bin vom Sportunterricht befreundet. Vom Sportunterricht befreundet, dann darfst du den Jäger, dann darfst du den Jäger, da hat ein paar Tanschen auch für 300 Euro pro Wurf. Dann darfst du den Jäger und seinem Smartphone einen Abdruck. Da kommt ja in Sekundenschnelle sämtliche Wassertemperaturen an der Strände dieser Wettlaufsage. Da kommt am Netter nur Stimme. Und in der Schule ist er dann ausgeflogen. Und die hätten noch die Ferien. Ist doch warm, war, hätte ich so eine junge, knackige Lehrerin gekriegt und immer so ein ganzes Wackel gekriegt. Und die Lehrerin am ersten Tag mit einem ganzen Wackel, dann ist es so ein Wackel. Ihr Name hat die Dame geschreibt. Ruft der Dustin Diego vom Himmel. Die Lehrerin ist unter dem rechten Arm rasiert. Dustin Diego! Du gehst jetzt sofort nach Hause. Ich möchte dich heute nicht mehr sehen. Am nächsten Morgen haben sie einen lieben Besuch und die Lehrerin im ganzen Sinn. Und der Chor dirigiert. Und dann ruft der Dustin Diego vom Himmel. Die Lehrerin ist auch unter dem linken Arm rasiert. Dustin Diego, du gehst jetzt sofort, das wollen wir sogar. Dustin Diego, du gehst jetzt sofort nach Hause. Ich möchte dich für den Rest dieser Woche nicht mehr sehen. Es ist Montagmorgen, 8:03 Uhr, bei uns in der Kampfschule. Die Lehrerin lag mit ihrem ganzen Zungenkleber an die Tafel hin. Und wie sie eben so hinschreiben will, ist da die Krankheit hervor. Und wie sich die Jungfrau in ihr Katzenzungenkleber bittet, ruft der Dustin Diego von hinten, allein der Buben bis nächste Woche. In der Nähe von Steißlingen an der Galgen. Und jetzt wohnt neben mir ein B-Promi. Ich höre wieder Stimmen. Jeden Ofen kommt da wieder zu mir, als ich Wunsch kann. Der Wunsch kann jetzt wohnt in der Seite bei jedem Ofen, damit ich die Seite mal am Arsch hänge. Und kommt wieder, als ich Wunsch kann. Mein Haus ist doppelt so viel wert wie dein Haus. Ich hab gesagt, Seidenbacher, wir wohnen alle zwei im selben Ort, in derselben Straße. Nächster Ofen vor der Seidenbacher wieder. Wunsch kann, mein Haus ist doppelt so viel wert wie dein Haus. Ich sag, Seidenbacher, wir wohnen alle zwei im selben Ort, in derselben Straße. Wir haben alle zwei ein frisch renoviertes Ballerhaus.
Und wenn Kunstig ist, auf den Quadratmeter glaubst du kurz. Sagt der Wolfgang, mein Haus ist trotzdem doppelt so viel wert wie dein Haus wegen der Lage. Weil ich kann. Ich wohne neben dem tollen Penzer Winzer. Aber du, Kalle, du wohnst neben dem saumäßig nervigen Es müsste uns doch wohl gelingen, noch unendlich langer Zeit einen Showtanz auf die Bühne zu bringen. Vom Riesling-Schwalle leicht beflügelt, waren dann am Stammtisch schnell mutige Vereinsmitglieder als Showtanztruppe gleich zu erstellen. Die stehen draußen vor der Tür, feiern heute hier Premiere. Ihr Name, der ist auch Programm, sie tun auf Duppetänzer hören. Einmarsch für die Duppetänzer! Das sind's links. Ist es Liebe, Freundschaft, Religion? Wonach sucht der Mensch auf dieser Welt? Machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem Saft des Lebens. Endloses Blau.
bin schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Greta. Ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Greta. Zurück in die Heimat für die Abenteuer nicht geradeaus. Waren die Zugeglasbrüder Olli Herrmann und Willi Grausch.
Markus Leibert und seinem Team für die tolle Bewertung und bei Andreas Wenig, der heute Abend für die musikalische Kleidung zuständig war. Ihr seht, es gibt zahlreiche Aufgaben bei uns zu bewältigen und wir können in allen Bereichen noch Unterstützung gebrauchen. Wenn ihr Teil dieser Truppe werden wollt, ja. Wenn ihr Teil dieser Truppe werden wollt, egal ob als Redner, Sänger oder Tänzer, auf der Bühne oder als Mitglied im Deko- oder Wirtschaftsausschuss, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr weiter unsere Veranstaltungen besucht und uns. Oh, ich habe das Reden vergessen. Ah, oh, gut. Das Reden und die Wir freuen uns aber auch, wenn ihr weiter unsere Veranstaltungen besucht und uns an Freunde und Bekannte weiterempfehlt. Gleich heute Abend geht es bei uns weiter. Dann findet in der Halle 101 die Remi-Demi-Party statt. Mit der bekannten Show werden Firma Holunder und DJ Saint-Tropez. Wir würden uns freuen, euch alle da zu sehen. Zum Abschluss singen wir jetzt noch die dritte und die fünfte Strophe von unserer Speyerer Fastnachtshymne. Seite 33 im Liederheft. Und danach wird Michael Wagner noch so ein Tag singen. Wer möchte, kann gerne noch etwas bleiben. Man trifft sich draußen an der Bar. Auf die Speyerer Fastnacht, mein Dreifach noch nicht das Hajo. Speyer, Hajo, SKG, Hajo und Herr Sitzung. Bereit war, dieses so einen Tag zu singen,
seit der Zeit kann ich mich auf den Faschingsbühnen nicht mehr retten. Überall werde ich hergezerrt und gerufen. Also, es ist jetzt nicht geprobt. Wir probieren das einfach. Herr Kapellmeister, bitte. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der wird nie vergehen, so ein Tag, auf dem ich das nicht so freute, und wer weiß, wann wir uns wiedersehen.
sein. Dann genauso schön, dann genauso schön, wie am